Ja, was für ein schönes Bild. Seid herzlich gegrüßt bei diesem fürchterlichen Wetter. 6 Wochen lang scheint hier nur die Sonne und es fürchterliche Trockenheit. Und dann, wenn wir fürs Klima demonstrieren, regnet's. Tut mir leid. Trotzdem toll, dass ihr hier seid. Ja, nicht einmal 100 Kilometer trennen uns vom Ort des Geschehens, der Lausitz. Riesige Ungetüme wühlen sich dort durch die Erde. Sie begraben üppige Wiesen, Wälder und Felder unter sich, reißen, wir haben es gerade gehört, Dörfer in die Tiefe und hinterlassen gigantische Mondlandschaften. Und am Horizont, da schrauben sich die Rauchwolken der Kraftwerke von Jenschwalde, von Boxberg, von der Schwarzen Pumpe in den Himmel und setzen das so schlimme CO2 für dieses Weltklima frei. Liebe Freundinnen und Freunde, das, was dort passiert, ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen an unserer Kulturlandschaft, an unserem Klima und an zukünftigen Generationen. Wir sind hier, weil wir diesem Verbrechen nicht mehr lange zuschauen wollen. Die Bagger und Kohlemeier, diese Monster- und Klimakeller, die müssen endlich abgeschaltet werden. Abschalten! 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 Genau das. Denn die Klimaforschung sagt uns, wir haben noch 10 Jahre. Um das Schlimmste zu verhindern. Ein Artensterben von gigantischem Ausmaß, wie wir es seit dem Aussterben der Dinosaurier nicht mehr gesehen haben. Fluchtwellen durch Dürren, durch Überschwemmungen, durch Hitzewellen, die nicht Millionen, sondern Milliarden Menschen auf die Flucht bringen werden. Und das Überschreiten von hochgefährlichen Kipppunkten, hinter denen der Klimawandel eine Eigendynamik bekommt, die kaum mehr zu stoppen ist. Doch um wie viel hat Deutschland in den letzten 10 Jahren das CO2, die CO2-Emissionen gesenkt? Um 0%. Es ist zum Haare raufen. Die Bundesregierung droht, das Klimaschutzziel 2020 krachen zu verfehlen. Und was macht sie? Sie schafft es einfach ab. Das ist eine klimapolitische Bankrotterklärung. Der Hauptbremsklotz in diesen Tagen beim Klimaschutz ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Ich würde sagen, ein ziemlich gewichtiger Bremsklotz. Früher war er mal Umweltminister, er galt in den Medien immer als der große Grünenversteher, ich sag nur Pizza Connection. Heute lassen ihn selbst die großen Energiekonzerne beim BDEW-Kongress lesen ihm die Leviten. Eine Sonderausschreibung für 9 Gigawatt erneuerbare Energien, die die Bundesregierung im Koalitionsvertrag verabredet hat. Wer verhindert's? Altmaier. In Brüssel will das EU-Parlament das 2030 erneuerbaren Ziel auf 35% europaweit anheben. Wer verhindert's? Altmaier. Und schwadroniert von einem neuen energiepolitischen Realismus. Lieber Herr Altmaier, Realismus heißt, dem Klimawandel in die Augen zu schauen und festzustellen, der Kohle gehört die Vergangenheit und die Zukunft gehört Sonne und Wind. Herr Altmaier, wer sich den Erneuerbaren entgegenstellt, der ist ein klimapolitischer Totalausfall. Und dieser Totalausfall gehört abgelöst. Entlassen! 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 Wenn am nächsten Dienstag hier drüben in der Invalidenstraße die Kohlekommission das erste Mal zusammentritt, wird über die Zukunft dieses Planeten verhandelt. Wenn wir verhindern wollen, dass
dass die Welt über die kritische 1,5 Grad Erhitzungsschwelle hinausfiebert, dann muss diese Kommission sehr, sehr schnell und sehr, sehr konsequent handeln. Was das konkret heißt, 20 Gigawatt Kraftwerkskapazitäten, falls die Hälfte des gesamten Kraftwerksblocks gehört, abgeschaltet bis 2020. Und 2030, da muss Schluss sein mit dem ganzen Kohleirrsinn. Und liebe Freundinnen und Freunde, es ist klar, bei dieser Kommission soll es ein Konsens ausgehandelt werden. Es ist klar, dass unsere Freunde in der Kommission, die Umweltverbände, die Bürgerinitiativen, die Klimaforscher nicht all das raushandeln können, mit dem sie am Anfang in die Kommission reingehen. Aber eines ist auch klar, das Klima verhandelt nicht. Mit purer Physik und Chemie, da kann man nicht verhandeln. Ein Kohlekonsens, der die Grenzen dieses Planeten nicht achtet, der wird auf unseren Widerstand treffen. Ein solcher Konsens ins Nonsens, und den werden wir verhindern. Und noch eins geht raus an die Adresse der Kommission. Der Hambacher Forst bleibt. Der wird nicht abgebaggert. Dieser wunderschöne Wald ist mittlerweile zu einem ähnlich starken Symbol geworden für die Anti-Kohle-Bewegung, wie Gorleben für die Anti-Atom-Bewegung immer gewesen ist und auch immer weiter noch ist. Wer die Säge an den Hambacher Wald legt, der legt die Säge auch an diese Kohlekommission. Mit allen Umweltverbänden zusammen sagen wir, dann ist Schluss. Liebe Freunde, das alles durchzusetzen, das wird nicht einfach. Und es könnte vor allem an zwei Leuten scheitern. Die ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Matthias Platzeck und Stanislaw Tillich. Sie sitzen dieser Kohlekommission vor. Sie sind erklärte Kohlefreunde. Und in ihren Bundesländern wird im nächsten Jahr gewählt. Lieber Herr Platzeck, lieber Herr Tillich, lassen Sie sich nicht treiben von den Klimaleugnern und Menschenverachtern von der AfD. Diese Rechtsextremisten treiben schon viel zu mächtig die Flüchtlingspolitik in diesem Land in die falsche Richtung. Jetzt dürfen Sie das nicht auch noch mit der Kohlepolitik machen. Dieses Land ist bunt und wird nicht braun. Wer die AfD klein halten will, der muss sich ehrlich machen und den Kohlekumpels in den Revieren rein Wein einschenken. Ja, die Kohle hat ausgedient, aber wir lassen euch nicht hängen. Was es braucht, ist ein sozial abgefederter Strukturwandel mit guten Konzepten, mit klugen Konzepten, mit genügend Geld unterlegt, damit die Kohlekumpels nicht im Regen stehen. Ein Strukturwandel, der sich der Realität stellt, statt sich ihr zu verweigern. Und liebe Leute, ich glaube, das hier ist ein erster Auftakt. Damit wir genügend durchgesetzt kriegen in dieser Kohlekommission, werden wir die nächsten Monate immer wieder gefragt sein. So viele Demonstrationen, so viele Aktionen und Menschenketten. Jetzt sind wir kurz vorm Ziel, jetzt müssen wir hartnäckig bleiben. Und ich freue mich, dass eine Bewegung immer weiter hartnäckig geblieben ist in den letzten Jahren und es weiter bleibt. Die Taz hat sie als Avantgarde der Klimaschützer geadelt. Ende Gelände. Tausende gehen mit Ende Gelände immer wieder in die Tagebaue und stellen sich den Kohlebaggern entgegen und sagen mit aller Entschiedenheit, wo Recht zu Unrecht wird, da wird Widerstand zur Pflicht.
am letzten Oktoberwochenende wollen sich wieder viele aufmachen mit Ende Gelände, wieder im Rheinland diesmal in die Kohlegruben. Ich kann nur sagen, wenn das weiter konsequent gewaltfrei bleibt, wenn das weiter eine Aktion zivilen Ungehorsams bleibt, und davon ist ja auszugehen, dann finde ich das klasse. Das, was ihr da macht, das mag nicht ganz legal sein, aber angesichts des Kohlewahnsinns ist es bitter nötig und mehr als legitim. Liebe Leute, ich komme zum Ende. Das hier ist heute das tolle Bild mit diesen wunderbaren Kohlehänden. Lasst sie uns weiter zum Symbol dieser Bewegung machen. Wir lassen nicht mehr locker, bis die Schlote nicht mehr rauchen und bis die Bagger endlich stillstehen. Lasst uns den Kohleausstieg selbst in die Hand nehmen. Danke. Super. Noch eins ganz kurz. Eins will ich noch kurz sagen. Am nächsten Dienstag um 11 Uhr tagt die Kohlekommission und um 9.30 Uhr, da wollen wir ganz viele von euch da drüben in der Invalidenstraße auch vom Wirtschaftsministerium sehen, wenn die Kommission das erste Mal zusammentritt. Also, wer es sich immer einrichten kann, um 9.30 Uhr am Dienstag in der Invalidenstraße am Wirtschaftsministerium, da kommt es nochmal auf euch an und dann ist besseres Wetter, das verspreche ich euch. Danke, macht's gut, tschüss! Danke, Christoph! Vielen Dank, Christoph!